dem Sauerland. Ja, ich bin hier auch heute mal an der Holzhütte, weil Holzhütten sind ja in Videos in letzter Zeit sehr beliebt. Da habe ich gedacht, gehe ich mal bei uns an den Grüneberg. Das ist unser Hausberg. Und da ist eine kleine Hütte und da habe ich mich mal niedergelassen für das Experiment, was heute passiert. Ja, ein Experiment. Heute wird mal nicht gekocht. Heute wird ein Kräuterschnaps bereitet, beziehungsweise ein Kräuterlikör oder wie man auch sagen muss, ein Magenbitter. Und aus dem Grunde bin ich jetzt auf die saftig grünen Wiesen rausgegangen und habe den Löwenzahn ein bisschen gesammelt, zumindest die Blüten. Doch vorneweg eine kleine Sache, und zwar, ich rauche hier gerade in der guten alten Parker. Auch den neuen Rustica, den der Angelo vorgestellt hat. Der Wolle hat schon was zugesagt, aber ich wollte auch meinen Senf dazu geben. Und muss sagen, das ist ein durchaus kräftiger Bursche. Das haben ja schon alle anderen auch gesagt. Ich finde, der reiht sich in die Reihe Bettnanz 1, 2, vielleicht wäre es der Bettnanz 3 und Revor ein. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt ein Tabak für den Anfang. Der ist, also bei mir war er relativ feucht und auch ein bisschen zickig im Anzünden. Wenn er denn dann mal schön brennt, dann schmeckt er ganz hervorragend. Er ist halt sehr gehaltvoll und es ist wirklich nichts für Menschen, die es nicht so besonders mit der Kräftigkeit haben. Stark weiß ich nicht. Stark würde ich sagen, kann ich nicht so merken. Bei mir zeugt er nicht davon, irgendwelche weißen Tauben oder weißen Mäusen zu sehen. Der Petersen, der macht im Hintergrund gerade ein bisschen Musik. Ja, wie gesagt, ein interessanter Bursche. Sicherlich kein All-Day-Smoke. Aber mir schmeckt er. Also, und genau dazu passend, zu den Namen, machen wir jetzt den Rustica Magenlikör. Und es ist eigentlich ein aufgesetzter, wenn man so will. Man braucht dazu einen gebrannten Korn, mindestens 40%. Und ja, ganz einfach schöne Löwenzahnblüten. Und die gebe ich in so ein Glas. Das kennt ihr hier so. Unten schön bedeckt. Mit den Löwenzahnblüten. Kein Zucker, gar nichts. Und dann wird das Ganze einfach mit dem Korn aufgegossen. Wir verschließen den Deckel und stellen ihn dann 6 Wochen lang im Endeffekt in den Keller. Und danach wird er gefiltert, geöffnet und verkostet. Beziehungsweise geöffnet, gefiltert und dann verkostet. Und zum Verkosten mache ich natürlich dann den zweiten Teil. Ja, also wie gesagt, wir nehmen jetzt mal ganz einfach diese Flasche Korn. Packen das in das Glas. Drauf. Und
so ist er eigentlich schon eingelegt. Und dann warten wir jetzt mal in den nächsten Wochen darauf, was dabei rauskommt. Wenn wir das fertig haben, kann ich euch schon sagen, die Blüten werde ich dann herausnehmen und mit einer dunklen Schokoladenkuvertüre übergießen. Ein paar Kokosraspeln drauf und dann die Blüten quasi mit dem Aroma vom Alkohol und der Schokolade vertilgen. Und bis es soweit ist, würde ich sagen, gehe ich jetzt mal noch ein leckeres Bierchen schlabbern. Ich rauche hier oben mal noch mein Pfeifchen zu Ende. Und ich hoffe, man sieht sich wieder bald. Und lasst es euch gut gehen. Bleibt mir vor allen Dingen gesund. Und bis die Tage. Ciao, euer Olli.